Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch sehr herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur heutigen Veranstaltung. Heute wäre Friedrich Engels 200 Jahre alt geworden und wir wollen ihn gemeinsam feiern. Diese Veranstaltung ist von Kurt Eisner Verein, Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern, organisiert in Kooperation mit den Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Valeria Bruski. Ich bin im Bereich politische Bildung tätig und werde heute die Moderation übernehmen. Und wir haben heute Abend Michael Brie für das Thema gewinnen können. Guten Abend, Micha. Michael Brie ist Philosoph, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat lange das Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung geleitet. Zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels hat er ein Essay über seine Jugendjahre zwischen 1842 und 1845 geschrieben, mit dem Titel Sozialist werden, Friedrich Engels in Manchester und Barmen, 1842, 1845. Einen freien Download des Buchs posten wir in der Kommentarspalte. Ich wollte euch noch erinnern, dass wir gerade live sind und ihr habt die Möglichkeit, die Fragen, also eure Fragen in die Kommentarspalte zu stellen. Die werden dann an uns weitergeleitet. Ich werde aber erstmal ein paar Fragen an Micha stellen und dann eröffnen wir auch die Diskussion. Also, Micha, dein Buch habe ich gelesen. Ich fand, es liest sich wie ein Abenteuerroman. Es ist wirklich sehr spannend. Magst du uns erzählen, was du zu Engels in dieser Zeit, 1842, 1845, herausgefunden hast? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Eigentlich hatte ich ja vor, durch Deutschland zu reisen und live, also sozusagen vor Ort in München und so weiter, über Engels zu erzählen, weil ein bisschen liegt mir das auf der Seele. Als Marx seinen 200. Geburtstag hatte, war das fast ein Staatsfeiertag. Steinmeier hat eine große Veranstaltung gemacht, die Medien den ganzen Tag und am letzten Sommer waren es einige Feuilletonseiten, aber Engels Geburtstag hatte keinen großen Widerhall. Das ist meines Erachtens ungerecht und wird ihm auch nicht, ihm wirklich nicht gerecht. Was mich an dem interessiert hat, an dieser Geschichte, die ich geschrieben habe, und das ist tatsächlich so eine Art ja, Abenteuerroman oder eine Geschichte, wie jemand auszieht, so eine Wanderschaft. Engels geht auf, in gewisser Hinsicht auf Wanderschaft. Ja. Das ist so eine Art intellektuelles und politisches Abenteuer, also einer, der auszog, um die Welt zu verändern. Das wollte ich verständlich machen. Ich habe dieses Buch ja auch nicht umsonst Fridays for Future gewidmet, weil da gibt es eine Gemeinsamkeit. Ne? Engels lebte in der Restaurationsperiode, als klar wurde, die kommt an ein Ende. Diese unsäglich lange Zeit der Stagnation, die wir in gewisser Hinsicht seit 1989 haben, ja, also mit dem Sieg sozusagen über den sowjetischen Sozialismus, die kommt meines Erachtens auch an ihr Ende und wir sehen, welche Aufgaben sind. Fridays for Future ist ja eine von den Bewegungen, die sich aufgemacht hat. Und Engels lebt in einer ähnlichen Zeit. Er ist auch ähnlich jung, ja, in dieser Zeit. Er ist ja 1820 geboren und ich will aus einem Gedicht zitieren, dass der noch nicht mal 20-jährige Engels in der Zeitung Telegraph für Deutschland rausgebracht hat. Also sehr schönes Gedicht, steht auch, findet man auch im Netz. Ein Abend, wo er eben beschreibt, praktisch der Abend der Restauration. Wir warten alle auf einen neuen Morgen. Und dann beschreibt er diesen neuen Morgen. Und ich will ganz wenige Zeilen daraus kurz vorlesen. Er schreibt, ja, einer bin ich von den kecken Vögeln,
die in dem Äthermeer der Freiheit segeln. Und wär ich Sperling nur in ihre Zügen. Ich wäre Sperling lieber unter ihnen als Nachtigall, sollt ich im Käfig liegen und mit dem Lieder einem Fürsten dienen. Dann, also in der neuen Zeit, trägt das Schiff, das durch die Wogen schäumt, nicht Waren mehr, um Einzelne zu bereichern, nicht Dienst dem gierigen Kaufmann mehr zu speichern. Es bringt die Saat, der Menschenglück entkeimt. Das ist der 20-jährige Engels. Ja, und man muss das ja auch wissen, Engels konnte kein Abitur machen, er wurde aus dem Gymnasium genommen, er musste dann eine Kaufmannsausbildung in Bremen machen, ging dann für ein freiwilliges Jahr nach Berlin zur Artillerie, hat in der Zeit die Universität besucht, war unter den linken Hegelianern, ist er ein- und ausgegangen. Und vielleicht will ich das auch noch kurz zitieren, einfach um Engels zu verstehen. Engels als intellektuelles Abenteuer. Ja, er beschreibt sich in einem Spottgedicht selber, das er gemeinsam mit einem Freund geschrieben hat. Er nannte sich damals, er ist unter dem Pseudonym Oswald aufgetreten, weil er kommt aus einer sehr bekannten rheinländischen Kaufmannsfamilie. Und wenn er unter seinem Namen damals veröffentlicht hätte, in dieser Zeit, also als er 20, 22 war, wäre das absolute Katastrophe gewesen. Er nennt sich Friedrich Oswald. Friedrich Oswald. Und beschreibt über sich selbst, beschreibt also die ganzen Linkshegelianer in Berlin und dann beschreibt er sich selber, ist Oswald grau berockt und pfefferfarb behoset, auch innen pfefferhaft. Oswald, der Montagnard, also der zur Bergpartei, zur radikalen Partei der Französischen Revolution gehört. Der wurzelhafteste mit Haut und auch mit Haar. Er spielt ein Instrument, das ist die Guillotine. Und dann singt er die Marseillaise dazu. Ja, formiert eure Schlachtreihen zu den Waffenbürger. Also das ist der Engels, kurz bevor er dann auszog nach Manchester. Und Manchester, das muss man ja wissen, in dieser Zeit wird beschrieben als Shock City. Weil das war dieser Typ von neuer Zivilisation. Und sowas hat es vorher noch nie gegeben. Und fast die Großteil der industriellen Textilproduktion der Welt ist in Manchester konzentriert und in der Umgebung von Manchester. Das ist ein Zentrum, da kommt die Baumwolle, die von Sklaven gepflückt wird aus den Südstaaten der USA, von Leibeigenschaftsleuten in Ägypten und Indien. Das ist ein Finanzzentrum mit Liverpool. Das ist ein Teil des britischen Empire und das ist auch ein Zentrum der modernen Arbeiterbewegung. Also die erste große moderne Arbeiterpartei, die Cartistenbewegung, hatte dort ihr Zentrum 1842. Kurz bevor er kommt, ist faktisch gesamt Nordengland im Aufruhr. Das ist kurz vor der Revolution sozusagen, weil die Cartistenbewegung will endlich das Wahlrecht für Männer, für alle Männer durchsetzen. Scheitern dann aber erstmal und erst eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg wird dieses Recht dann endgültig Allgemeingut. Und es ist ein Zentrum der modernen sozialistischen Bewegung. Die erste große sozialistische Massenbewegung, das ist die Bewegung der Anhänger von Robert Owen, hatte auch ihr Zentrum in Manchester. Da geht er hin. Und ich will ganz kurz mal, um zu zeigen, welche verschiedenen Facetten, das ist ja in dem Buch dann auch beschrieben, will ich kurz mal zeigen, was da alles dazugehört hat. Ich gehe mal auf meinen eigenen Bildschirm. Ja, also hier ist dieser Suchprozess von Engels in Zeiten der Krise. Er kommt aus Deutschland, wo die Linkshegelianer eigentlich noch dachten, die Ideen regieren die Welt und kommt in eine Gesellschaft, die völlig anders tickt. Da ist völlig klar, es sind Klasseninteressen. Es sind die Interessen der Grundeigentümer, es sind Interessen der Kapitalistenklasse und es sind die Interessen der Lohnarbeitenden und der Pächter. Es sind auch drei Parteien, die Tory für die Grundeigentümer, der Whig Party für die Eigentümer, für die Bourgeoisie im engeren Sinne, für die Kapitalistenklasse und die drumherum sind. Und dann die Cartistenbewegung, Millionen bewegt diese Bewegung, die vor allen Dingen sich auf die industriellen Lohnarbeiter stützt. Und Engels geht dann los mit einer Leitfrage. Wie kann unter diesen Bedingungen eine menschliche Gesellschaft schaffen? Und dann hat er die Vorstellung, in Deutschland gab es die philosophische Revolution, in Frankreich die politische,
Hier kommt es zur sozialen Revolution. Das ist eine Idee, die ja von einem jüdischen, dem ersten deutschen jüdischen kommunistischen Philosophen Moses Hess. Mit der geht er nach England. Und dann, das ist dann die Leitfrage, die geht durch ein Prisma durch. Er entdeckt, das ist hier Punkt 2, neue Gruppen, die man ansprechen muss. Nicht nur die kommunistischen Intellektuellen, sondern vor allen Dingen die reale Arbeiterbewegung. Dann entdeckt er, das ist der weitere Eckpunkt dieses Prismas, neue Realgegenstände, die so in Deutschland schon gar nicht irgendjemand systematisch analysiert hat. Also Lage der Arbeiterinnen und Arbeiterklasse, die reale sozialistische und Arbeiterbewegung, politische Ökonomie, industrielle Revolution und so weiter. Und er schreibt selber, er wird mit der Nase drauf gestoßen, dass diese Verhältnisse aus der Ökonomie erklärt werden können. Also aus den Ideen überhaupt geht das überhaupt nicht mehr, sondern man muss es aus den Klassenverhältnissen und diese sind in der Ökonomie begründet erklären. Also er entwickelt in dieser Zeit faktisch die Grundansätze der materialistischen Geschichtsauffassung. Und dann Punkt 5, das ist vielleicht genauso wichtig. Er verarbeitet das alles zu Erzählungen, zu Narrationen, zu eingreifenden Geschichten, die faktisch die Köpfe der Leute erreichen sollen, die helfen sollen, wie man sich organisiert, mit welchen Zielen man sich organisiert und so weiter. Also sozusagen Leitfrage geht durch dieses Prisma von Adressaten, Realgegenständen und Methodologie und rauskommen Erzählungen. Das versuche ich in meinem Buch zu, in meinem Büchlein zu diesem Pocketbuch zu rekonstruieren. Und das ist, wenn man das guckt, man muss ja auch wissen, Engels war in dieser Zeit voll berufstätig, also zumindest für die 2 Jahre in Manchester. Er war der Chefassistent eines der Eigentümer. Sein Vater war Eigentümer der Firma und ein anderer war in England Eigentümer und er war dessen Assistent. Das heißt, 6 Tage in der Woche hat er geschuftet, von früh bis spät und hat das dann alles noch geschafft. Und sein großes Werk, das sind 250 Seiten, zur Lage der arbeitenden Klasse in England hat er dann unter dem Dach seines Vaterhauses, hat er also sozusagen ein kommunistisches Buch geschrieben in einem kapitalistischen Haushalt. Ja, soweit, also das ist schon eine wirkliche Abenteuergeschichte, finde ich. Und kann uns viel sagen für heute. Ja, darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Und auch noch eine Detailfrage diesbezüglich. Du sagst an einer Stelle, dass die damaligen gesellschaftlichen Widersprüche und eigentlich auch immer noch aktuellen Widersprüche, also nicht nur damalig, sich in Engels Biografie auch als existenzielle Widersprüche widerspiegeln. Vor kurzem ist ein Buch erschienen bei VSA, jetzt gerade den Titel nicht, da geht es aber praktisch um Engels in Wuppertal. Ich kann dieses Buch wunderbar illustriert euch nur empfehlen allen. Und ich gehe nochmal auf meinen Bildschirm. So, und in diesem Buch ist unter anderem diese Illustration. Hier sieht man, in welchem Umgebung Engels aufgewachsen ist. Weil diese Siedlung, die ihr hier seht, um diesen Weg herum und so weiter, mit dem Geburtshaus von Engels, genau daneben die Schule für die Kinder der Arbeiterinnen und Arbeiterfamilie, dann dieser schmutzige Bach, der da unten langzieht, die Wupper und die Bleichhütten, die eben das Wasser genutzt haben und verdreckt haben. Da ist Engels aufgewachsen. Engels ist einer der ganz wenigen deutschen Intellektuellen, der zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern und ihren Kindern unmittelbar aufgewachsen ist. Und das auch, also das ist von 1820 ungefähr die Rekonstruktion. Also die ganze Jugend hat ihn das begleitet. Er wusste, wovon er spricht. Und ich will mal zitieren, was er mit 19 Jahren geschrieben hat. Also da wird das schon klar. Er schreibt auch zum Entsetzen. Entsetzen natürlich der Leute in Wuppertal. Er schreibt wiederum für den Telegraph für Deutschland Briefe aus dem Wuppertal, die also eine Art Schock in Wuppertal auslösen. Keiner weiß, wer der Friedrich Ostwald eigentlich ist, außer dass er ein Insider sein muss. Und da schreibt er unter anderem, es herrscht ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen. Also mit 19, ich will nur, damit man auch klar wird, was für ein genialer Kopf das war. Ja, mit 19 schreibt er das, besonders den Fabrikarbeitern im Wuppertal. Syphilitische und Brustkrankheiten herrschen in einer Ausdehnung, die kaum zu glauben ist.
In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf, bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat. Und so weiter. Er beschreibt mit 19 Jahren, ja, da sitzt er in Bremen und beschreibt im Detail, wie die Arbeiter gelebt haben und wie die ihre Gesundheit ruiniert haben. Das ist also prägend. Und dann will ich, während er also seine 1844, 45 seine berühmte Schrift Die Lage der arbeitenden Klasse in England schreibt, schreibt er an Marx, einer der ersten Briefe, den er an Marx schreibt, schreibt er, der schachert. Er bezeichnet sozusagen das, was er machen musste, seitdem er 16 Jahre alt war, als Schacher, bis auf die Armeezeit, dieses eine Jahr. Ja, das sei Schacher und er schreibt, der Schacher ist zu scheußlich. Barmen ist zu scheußlich. Die Zeitverschwendung ist zu scheußlich und besonders ist es zu scheußlich, nicht nur Bourgeois, sondern sogar Fabrikant aktiv gegen das Proletariat auftretender Bourgeois zu bleiben. Ein paar Tage auf der Fabrik meines Alten haben mich dazu gebracht, diese Scheußlichkeit, die ich etwas übersehen hatte, mir wieder vor die Augen zu stellen und so weiter. Also das ist aber ein Widerspruch. Also für Engels ist dieser Widerspruch existenziell, weil er auf diese Rolle, aber auf den Schacher angewiesen ist. Nach der verloren gegangenen Revolution 1848-49. Immerhin die Familie, man muss das wissen, die hat eine Schule, haben wir ja gesehen, gegründet. Das ist also die ganze Familie, diese ganze Siedlung ist durch die Engels-Familie gebaut worden oder haben sie bauen lassen, genauer gesagt. Auch Wohneigentum für die Arbeiter geschaffen, ist sozusagen ein patriarchales Verhältnis. Aber Engels steht im tiefsten Widerspruch und zugleich aber ist er Teil dieser Familie. Er liebt diese Familie auch und er weiß auch, was er an dieser Familie hat. Und diese Familie kümmert sich auch um den Revolutionär Engels, lässt ihn nicht verhungern, ja, zwingen ihn aber dann nach 1850 wieder für fast 20 Jahre zum Schacher. Also insofern ist der Widerspruch seiner Zeit, ist für ihn ein wirklich existenzieller Grundwiderspruch und es ist eben ein, für ihn ein, also für ihn ist diese Art der Auflehnung dagegen und zugleich damit umgehen, eben die Form, wie er Sozialist ist, in den Möglichkeiten, die er halt hat, weil er auch dann später mit dieser Arbeit, die er dann leistet nach 1850, die Familie, also Familie Marx mit unterstützt und so weiter, das Marxsche Kapital mit überhaupt erst ermöglicht und so weiter und so fort. Aber das muss man einfach wissen. Für ihn ist das keine abstrakte Frage. Eine letzte Bemerkung dazu. Die Welt hat sich ja sehr verändert, aber die Widersprüche, die damals entstanden sind, die sind eigentlich erschreckend gleich geblieben. Ja, die drücken sich anders aus. Also das, was er damals über Manchester schreibt, kann man heute in vielen Teilen der sogenannten Dritten Welt überall genau das Gleiche sehen. Ja, mit diesen Verelendungen, mit dieser Naturzerstörung und so weiter. Und das hat er von Anfang an alles beobachten können, weil er unter diesen Bedingungen, er ist einer ganz wenigen, der in einer Fabriksiedlung aufgewachsen ist in Deutschland. Es war eine der ersten Fabrikzentren überhaupt in Gesamtdeutschland. Danke. Aber Bezug nehmen zur Frage davor. Du sagst, hast du auch bereits gesagt, dass es dir im Buch in erster Linie um eine Zeit in Engels Lebens geht, in der er sich in einem offenen intellektuellen und politischen Suchprozess befindet. Also warum ist das interessant? Und jetzt eben Bezug nehmen zu dir, was du davor gesagt hast, warum ist es für uns heute das auch noch interessant, sich damit zu beschäftigen? Ja, das Erbe von Engels wie aber auch von Marx ist ja doppelt, also einerseits interessant, weil eben bestimmte Strukturen gleich geblieben sind, können wir auch von den Resultaten dieses Suchprozesses lernen. Ja, also das Kapital sollte man gelesen haben, wenn man die Welt verändern will. Oder auch den Anti-Düring, der gerade neu beim Dietz Verlag rausgegeben wurde. Aber zugleich sind ja die Bedingungen anders und jede Generation muss sich ja dem neu stellen. Und insofern gibt es eine Logik der Entdeckung. Man kann von dem Suchprozess außerordentlich viel lernen. Wie sucht man denn erfolgreich? Worauf kommt es an? Also
Es kommt eben darauf an, die richtige Frage zu finden und für die man brennt. Also ohne eine Frage, für die man wirklich brennt, kommt gar nichts raus. Das ist das Erste, was man lernen kann. Zweitens eben zu gucken, auf welche gesellschaftlichen Kräfte konzentriert man sich. Dann die Frage, mit welcher Methodologie mache ich das? Welche Felder gucke ich mir an? Wo engagiere ich mich? Und dann eben, es kommt ganz entscheidend darauf an, das kann man von Engels lernen, die richtigen Erzählungen zu entwickeln und mit diesen Erzählungen zugleich Organisationsstrukturen, die durch dieses Erzählen heißt ja, wir bilden, wenn wir eine gemeinsame Erzählung haben, haben wir ein gemeinsames Wir. Wir wissen, wer wir sind, wogegen wir sind, wie wir etwas tun wollen, welche Ziele wir haben, welche Mittel wir einsetzen. Das ist eine Erzählung. Ja, das ist wie beim Märchen. Da gibt es die Guten, die das wissen, und da gibt es die anderen, die das gegen machen. Aber das muss man ernst nehmen. Also ohne, wer keine Erzählung hat, keine Wir-Erzählung, ist vor jedem Kampf verloren. Und eine der Schwächen der Linken ist durchaus, es fehlt eine starke, motivierende, uns über alle unglaublichen Gegensätze hinweg verbindende Wir-Erzählung. Und ich glaube, das kann man, von, wenn man sich das, diese Geschichte mal genauer anguckt, lernen, wie Engels, und ich glaube, da war er auch Marx überlegen, er hatte diesen zentralen Kern viel besser begriffen als Marx und war auch ein Meister dieses Fachs. Marx war sicherlich ein Meister der tiefen Analyse, aber Engels war ein Meister der Schaffung von solchen Wir-Erzählungen, die verbinden können. Also insofern glaube ich, dass es lohnt sich, gerade das anzugucken, beim Engels, aber sicherlich auch bei anderen, bei Luxemburg und so weiter, wenn, wie sich das herausbildet. Denn wir müssen uns doch neu herausbilden. Wir können nicht einfach die fertigen Resultate nehmen, sondern wir müssen ja unsere eigenen Resultate entwickeln. Und deswegen können wir eigentlich mehr von diesem Prozess lernen als von den fertigen Resultaten. Du sprichst gerade über die Rolle, die in diesem Duo jeweils Marx und Engels zukam. Dazu hatte ich jetzt auch eine Frage, weil du in deinem Buch geschrieben hast, beziehungsweise du zitierst Engels, der in einem Brief sagt, er sei die zweite Violine gewesen, das würde ihm aber nicht, also das hat er nicht als etwas Negatives empfunden, weil es war toll, neben so einem Virtuosen wie Marx, eben das Leben verbringen zu können. Und später haben auch einige Marxisten Engels vorgeworfen, dass er die marxische Theorie vulgarisiert habe, um sie den Arbeitern verständlich zu machen. Also diese Punkte willst du in deinem Essay eigentlich widerlegen. Du willst sagen, dass also die zwei Rollen sind nicht so zu verstehen. Dann eben die Frage an dich, wie ist die Rolle von Engels eigentlich innerhalb des Duos gewesen? Engels war insofern unglaublich, dass er sich immer selber in die zweite Reihe gestellt hat. Ich komme gleich nochmal mit einem Zitat dazu, würde aber sagen, das entsprach seinem Naturell. Eigentlich aber haben die beiden im Duett gespielt. Ja, und mal war der eine die erste Geige eigentlich und mal der andere, auch in unterschiedlichen Rollen. Sie haben sicherlich unterschiedliche Instrumente vielleicht gespielt. Das ist zweifelsunglaublich, was du auch gerade noch mal zitiert hast. Also der Vorwurf, er hätte vulgarisiert, damit die Arbeiter das verstehen. Na, was nützt denn eine sozialistische Theorie, wenn kein, sage ich mal vulgär, kein Schwein sie versteht? Was ist das für eine Theorie? Wenn Sie die, Marx sagt ja selber, Sie werden doch eine Philosophie wird doch erst dann zur Macht, wenn sie die Massen ergreift. Also muss man sie so bearbeiten, dass sie die Massen ergreifen kann und dass die Massen sie sich aneignen und selber weiterentwickeln können. Also gerade in dem, was du sagst, wird die völlige Wahnsinn. Man sagt, Engels hat kein Kapital geschrieben. Nein, natürlich nicht. Es ist eine Arbeitsteilung. Der eine hat das Kapital geschrieben, der konnte das auch besser. Der andere hat Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft geschrieben. Das konnte nämlich Engels besser. Und Engels, kurz vor seinem Tode, also ein Jahr vor seinem Tode, hat er an Franz Mehring, einem sozialdemokratischen
Publizisten und Historiker geschrieben, Folgendes, und da wird auch der Geist von Engels sehr deutlich. Wenn man das Glück hatte, schreibt Engels, 40 Jahre lang mit einem Mann wie Marx zusammenzuarbeiten, so wird man bei dessen Lebzeiten gewöhnlich nicht so anerkannt, wie man es zu verdienen glaubt. Er sagt ganz klar, ich wurde unterschätzt. Solange Marx neben mir war, wurde ich unterschätzt. Stirbt dann der Größere, sagt Engels, so wird der Geringere leicht überschätzt. Das scheint mir jetzt gerade der Fall zu sein. Und dann, das ist typisch Engels, die Geschichte wird das alles schließlich in Ordnung bringen und bis dahin ist man glücklich um die Ecke und weiß nichts mehr von nichts. Das ist Engels. Das ist auch die ganze Understatement und so weiter ist Engels. Ich will noch mal deutlich machen. Marx hat Abitur gemacht, hat 5 Jahre studiert, hat dann faktisch die ganze Lebzeit unter extrem schwierigen Bedingungen teilweise, an Hungergrenze faktisch, aber die ganze Zeit intellektuell arbeiten können. Engels hat 25 Jahre lang sich dem Schacher widmen müssen. Das muss man als erstes wissen. Ja. Und wenn man jetzt guckt, was er, als die beiden haben sich getroffen, als Engels 24 und Marx 26 Jahre alt waren, also richtig zusammengehalten, seitdem. In der Zeit bringt Engels Gleichwertiges mit. Anderes, aber Gleichwertiges mit, als sie sich dann treffen in Paris und später in Brüssel. Und die erste gemeinsame Reise, die sie dann machen, als sie beide in Brüssel sind, ist, Engels nimmt Marx mit nach Manchester als Weiterbildungsreise. Er will Marx weiterbilden, er will ihn bekannt machen mit der sozialistischen und Arbeiterbewegung Englands und der politischen Ökonomie von England. Und es ist auch, also Franz Mehring, den ich schon zitiert habe, den ich schon verwiesen habe, sagt, und da hat er recht, die Lage der arbeitenden Klasse in England von Engels ist die erste Gründungsurkunde des wissenschaftlichen Sozialismus. Also wenn man, der erste Punkt, wo das, was, also Gesellschaftsanalyse in sozialistischer Absicht verbunden mit der Arbeiterklasse, zielend auf eine soziale Revolution. Wenn man das so versteht, Analyse, Adressat, sozialistische Absicht und das in bis heute extrem lesenswerter Form durchgearbeitet, das ist die Leistung von Engels. Marx hat zu dieser Zeit nichts Gleichwertiges. Das erste gleichwertige Dokument ist das gemeinsam geschriebene Manifest der Kommunistischen Partei. Also insofern, das ist meine Hauptthese, der Marxismus, manche gibt es ja, die sozusagen den Marxismus von, also Marx vom Marxismus unterscheiden wollen, aber wenn man sagt, diese gemeinsame Grundauffassung ist schon im Entstehen eigentlich ein Engels-Marxismus, auch in der Reihenfolge. Ja, und dann verschiebt sich das sicherlich, aber es ist wirklich das Produkt zweier, meines Erachtens, gleichwertiger, starker Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Rollen. Du hast es schon gesagt, du hast dein Buch der Klimabewegung Fridays for Future gewidmet. Und als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, dass Engels in seiner Schrift, also später in den 70er Jahren, Dialektik der Natur, insbesondere in den letzten Seiten, die Frage von Ökologie und Kapitalismuskritik zusammenbringt. Eigentlich ist es etwas, was sehr, sehr Fruchtbares auch immer noch ist heute für eine Ökologiebewegung. Was würdest du dazu sagen? Ja, ich will nochmal zitieren. Das findet sich auch in der Schrift, die ich schon zitiert habe, Lage der arbeitenden Klasse in England und so weiter. Aber auch schon mit 19 schreibt er, dass damit beginnt sein Artikel, Briefe aus dem Wuppertal, da beginnt er folgendermaßen. Wuppertal. Bekanntlich begreift man unter diesem Namen die beiden Städte Elberfeld und Barmen, die das Tal der Wupper in einer Länge von fast 3 Stunden einnehmen, also 3 Stunden Fußlauf. Der schmale Fluss, also die Wupper, ergießt bald rasch, bald stockend seine purpurnen Wogen zwischen rauchigen Fabrikgebäuden und garnbedeckten Bleichen hindurch. Aber seine hochrote Farbe rührt nicht von einer blutigen Schlacht her, denn hier streiten nur theologische Federn und wortreiche alte Weiber gewöhnlich um des Kaisers Bart und so weiter,
sondern einzig und allein von vielen Türkisch-Rot-Färbereien. Engels ist eben aus seiner Kindheit mit dieser naturzerstörerischen Folge von einer solchen Art von Industrialisierung konfrontiert. Das betrifft aber die ganze Generation, die erleben, wie sozusagen diese Art von beschaulicher, handwerklich-agrarischer Welt radikal und also im Jahrestakt sich verändert mit Eisenbahnen, mit Fabriken. Und wir haben ja vor kurzem, glaube ich, im Fernsehen viele von uns gesehen, Bilder aus Mumbai. Ja, also gestern Abend war das im Fernsehen. In Manchester, in London, die Luft war zum Ersticken. Ja, also viele Menschen sind früh gestorben, weil sie ihre Lunge kaputt war unter diesen Bedingungen. Engels beschreibt das im Detail, dieser Schock der Naturzerstörung. Und dann haben die beiden das auch, also Engels schon sehr früh mit Naturwissenschaften, haben sich damit befasst, wie faktisch die vorindustriellen Gesellschaften waren in gewisser Hinsicht in die Natur eingebettet. Die konnten auch ihre eigenen Bedingungen zerstören, aber sie waren mehr oder minder eingebettet. Die Industrialisierung nimmt den Menschen aus der Natur raus und erzeugt einen Stoffwechsel, der die Welt in eine Rohstoffquelle und in eine Müllhalde verwandelt. Das machen wir. Ja, das erleben wir tagtäglich, wenn es um Amazonas geht, was wir hier machen mit unserem Verkehrssystem und so weiter. Rohstoffquelle und die Luft in Müllhalde. Ja, wir pusten den Dreck buchstäblich in die Luft, zerstören das. Und das ist eine existenzielle Erfahrung von Engels schon gewesen. Und er hat das dann, auch Marx, Hahn, beide haben das auch theoretisch analysiert. Auch da sind wir heute mit globalen Folgen konfrontiert. Aber da die gleichen Strukturen am Werke sind, sind die Ursachen letztlich die gleichen. Die Konkurrenz um Absatzmärkte und so weiter, zwingt uns, diese Maschinerie der Zerstörung immer weiter fortzusetzen. Diesbezüglich ist auch interessant, was du vorhin meintest über die zwei Rollen, weil also ich finde, in dieser Schrift merkt man ganz gut, dass sie auch beide die gleichen Texte gelesen haben, beziehungsweise der eine hat Texte gelesen und hat von dem anderen davon erzählt, der andere hat dann davon Kenntnis genommen und hat das verwertet. Also in dieser Schrift merkt man auch, wie Engels von der Forschung von Marx nach der Veröffentlichung des Kapitals wusste, wie sie miteinander im Austausch die ganze Zeit darüber waren, und Marx hat nur halt darüber dann nichts mehr geschrieben, im Gegensatz zu Engels. Also ich finde, das ist auch ein Beispiel, wo man ganz gut sieht, wie diese Zusammenarbeit konkret funktioniert hat. Das war teilweise fast täglicher Briefwechsel, das ging hin und her. Und dann ist Engels ja 1870 nach London gezogen, fußläufig von Marx entfernt, hat ihn jeden Tag besucht. Also das, soweit also sie nicht jetzt gereist sind, haben sie also ständig miteinander kommuniziert. Und das war auch klar arbeitsteilig. Ne? Marx sollte sein ökonomisches Werk zu Ende führen. Er hat auch weiter daran gearbeitet, aber es ihm doch nicht zur Veröffentlichung geschafft. Engels hatte sich konzentriert sehr stark auf Geschichte und dann die Durcharbeitung der Naturwissenschaften, weil er der Meinung war, gut, wir haben sozusagen die materialistische Geschichtsauffassung, wir haben mit dem Kapital die politische Ökonomie, jetzt müssen wir sozusagen noch die Lufthoheit gewinnen auf dem Gebiete der Evolutionstheorie. Ja, und die entwickelte sich ja gerade in der Zeit rasant mit Darwin und so weiter in den Naturwissenschaften. Engels wollte zeigen, dass nicht nur die Gesellschaft nach dialektischen Gesetzen funktioniert, sondern die gesamte Welt. Ja, er wollte sozusagen, auch das ist, auch war Kampf um Diskurshoheit, ja teilweise auch durchaus erfolgreich. Und dann hat er das alles zurückgesteckt wieder und hat zumindest im Sommer, wenn er also einigermaßen die Marxische Schrift entziffern konnte, sich über die Manuskripte von Marx, die der nicht mehr fertiggestellt hat, gebeugt und hat den dritten Band des Kapitals, also kurz vor seinem eigenen Tode dann, fertiggestellt. Das ist eine unglaubliche Leistung, wie er auch da die eigene Profilierung zugunsten der Fertigstellung des Werkes von Marx zurückgestellt hat. Ja, das finde ich, also von der Größe des Charakters, ja, Engels war ein ungeheuer disziplinierter Arbeiter, er hat sich
wirklich primär in den Dienst von Marx und dann auch in den Dienst der sozialistischen Bewegung gestellt. Auch deswegen wollen wir heute Abend Ihnen, obwohl digital nur sein 200. Ja, ich habe mir extra hier ein Glas Wein hingestellt danach, ja, um anzustoßen auf Engels. Engels war ja, wie Marx auch, ein Weintrinker. Klar, aus dem Rheinland ist das in dem Falle klar, weil man auf Engels schon anstoßen sollte, ja. Vielen Dank, Michael Brief, für den sehr spannenden Vortrag. Ich würde jetzt aber das Wort an Julia Killet vom Kurt-Eisner-Verein Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern geben, die die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt gesammelt hat. Guten Abend auch von mir. Ich bin heute Abend für die Fragen zuständig. Die Veranstaltung wird ja auf vielen Facebook-Seiten von verschiedenen Landesstiftungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung geteilt. Und ich habe jetzt drei Fragen gesammelt, die alle ein bisschen länger sind. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Die ist von Finja Krutschig. Kritik der politischen Ökonomie, Materialismus sind Begriffe, die man mit Marx und Engels in Verbindung bringt. Und du hast gesagt, dass die Jahre 1842 bis 1845 sehr wichtig waren für Engels, um sich mit diesen Theorien zu beschäftigen. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, bitte? Ja, also hier könnte man erst schon mal die Reihenfolge wieder umkehren. Man könnte sagen, mit der sich Engels und Marx beschäftigt haben. Ja, weil Engels hat sich vor Marx mit der politischen Ökonomie befasst und er hat sich auch vor Marx mit einer Art, also mit der materialistischen Durchdringung der Geschichte befasst. Also er war da, obwohl jünger, 2,5 Jahre jünger, war er vor Marx dran. Was man begreifen muss, das macht auch teilweise vielleicht auch die Relativität der Erkenntnisse von Marx wie auch Engels aus. Als Engels ist nach Manchester gekommen und hat dort sozusagen den Idealtyp eines entfesselten, unregulierten, brutalen Industriekapitalismus erlebt. Das muss man sich vorstellen. Also die Produktivität der Arbeit explodiert. Ja, sie steigert sich enorm in ganz kurzer Zeit. Robert Owen, auf den ich schon verwies, Sozialist, sagt, also was früher 100 Arbeiter herstellen konnten an Kleidung, stellt jetzt ein Arbeiter her. Also unglaubliche Produktivitätssteigerung. Und zugleich über 70 Jahre der industriellen Revolution geht es den Arbeitern zumindest nicht besser. Und die Empfindung ist, eigentlich ihnen geht es schlechter. In dieser Zeit, die 1840er Jahre sind in die britische Geschichte eingegangen, als die Hungry 40s, die hungrigen 40er, das Wachstum der heranwachsenden Industrieproletarier, der Kinder, der Jugendlichen, die schrumpften um 8 Zentimeter, ja, also die nachfolgende Generation. Das muss man sich vorstellen. Wir wissen ja alle, eigentlich sollten die nachfolgenden Generationen ja größer werden. Ja? Die wurden plötzlich kleiner. Und deswegen also diese Vorstellung von Polarisierung der gesellschaftlichen Entwicklung trotz ungeheurer Produktivitätssteigerungen. Ja? Und dann eben auf was ja alles dort gestoßen ist. Sozialistische Kritik der politischen Ökonomie war dort schon entwickelt, Arbeiterbewegung war entwickelt und so weiter und so fort. Also das war sozusagen wirklich ein besonderer, ganz konkreter Fall, an dem alles wie in einem Brennglas deutlich wurde. Man kann aber auch sagen, natürlich in diesem Brennglas wird alles so zugespitzt, dass man die vielen Differenzierungen der Klassenstruktur und so weiter, ja, der Möglichkeiten von Reformpolitik im Kapitalismus erstmal übersieht. Man konzentriert sich auf diesen einen Punkt und alles andere rutscht sozusagen erstmal aus dem Auge. Der ältere Engels, wie auch der ältere Marx, aber Engels hat ja deutlich länger gelebt, 12 Jahre länger, hat dann als er älter wurde, diese Verengung wieder aufzubrechen. Ja, aber diese Verengung war erst einmal ein Durchbruch in einen völlig neuen Kontinent, wie man Gesellschaft denken kann, wie man gesellschaftliche Veränderung denken kann. Und das ist das, wovon wir, glaube ich, heute noch wirklich lernen können.
Ich habe eine weitere Frage gesammelt, wo es um das Privatleben von Friedrich Engels geht und ein bisschen aber auch von Marx. Und zwar Friederike Biemer. Die Frage ist jetzt ein bisschen länger. Kann man sagen, dass Engels in seinem Privatleben progressiver als Marx gewesen ist? Marx hat eine bürgerliche Ehe mit einer adligen Frau geführt. Engels hat zusammen mit zwei Arbeiterinnen gelebt. Er hat sich also nicht gescheut, sich über die Konventionen seiner Klasse hinwegzusetzen. War er Feminist? Andererseits ist gerade die Gewerkschaftsbewegung im 19. Jahrhundert mit dafür verantwortlich, dass die bürgerliche Ehe mit ihren Rollen und auch für die Arbeiterinnenklasse zum Muster wurde. Hat Engels das gesehen? Hat er sich dazu geäußert? Ja, das ist ja eine ganze Serie von Fragen. Erstens hat er mit drei Arbeiterinnen zusammengelebt. Nämlich erstens mit Mary Burns, dann mit ihr und ihrer jüngeren Schwester Lydia Burns. Und als dann Mary Burns starb, 1863, hat er nur mit ihr zusammengelebt. Und dann mit deren Nichte Mary Ellen Burns. Also drei irische proletarische Frauen hat er zusammengelebt. Dann hat er nach dem Tode von Marx, die Frau von Marx war ja schon vorher gestorben, hat er mit Helene Demuth zusammengelebt und dann mit der geschiedenen Frau von Karl Kautsky, Luise Kautsky. Das ist zumindest das, was wir wissen. Das Problem ist, also ich bin in dem Sinne kein Spezialist für das Privatleben von Engels. Aber ich habe ziemlich viel gelesen und habe begriffen, dass fast niemand nichts weiß offensichtlich. Also das hüllt sich in Dunkelheit. Das hängt aber genau damit zusammen, also wenn er hätte sich über die Konvention seiner Klasse hinweg erhoben. Nein, in Manchester hatte er zwei Wohnungen. Eine, wo er die Gentlemen der Middle Class, ja, seine Arbeitskollegen und so weiter, er hat ja auch an den Fuchsjagden teilgenommen und so weiter gesehen hat, getroffen hat und empfangen hat. Und dann hat er draußen außerhalb der Stadt unter einem auch noch sehr schönem Pseudonym hatte er eine Wohnung, wo er mit der Mary und Lydia und der Mary Ellen Burns zusammengelebt hat. Wie die zusammengelebt haben, ist außerordentlich schwierig. Es gibt ganz wenige Beschreibungen des Ganzen. Als er dann danach, nach seinem Berufsleben nach London gezogen ist, da hat er das dann sozusagen legalisiert und dann war das auch offen und so weiter. Ich würde aber auch das Wort progressiver weglassen. Also erstens wirft das ein, also mir persönlich, aber ich glaube, man sollte alle vorsichtig sein, persönliche Beziehungen unter progressiv oder regressiv abzuqualifizieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber vor allen Dingen war es natürlich auch eine Beziehung, die durch eine Hierarchie geprägt war. Also wahrscheinlich die Mary Burns konnte vielleicht lesen, aber schriftlich ist von ihr nichts überliefert worden. Ja, man muss sich darüber im Klaren sein. Das war eine Partnerbeziehung zwischen sehr Ungleichen. Also das kommt alles hinzu. Und bei Jenny Marx und so weiter, in der Beziehung darf man ja nicht vergessen, wenn Adlige, sie hat bittere Armut gewählt. Exil und bittere Armut hat sie gewählt. Und bei allen Problemen, die beiden sicherlich miteinander hatten und garantiert hatten, auch um die Fassade aufrechtzuerhalten, war das eine sehr starke Beziehung. Was eigentlich viel interessanter ist, wir müssen endlich begreifen, dass die frühe sozialistische Bewegung, schon die von Ohn, aber auch schon davor, Mary Wollstonecraft, da gab es viele starke Frauenpersönlichkeiten, die also sozusagen das Anliegen der Emanzipation der Frauen, der Emanzipation der Sklaven, der Emanzipation der Schwarzen, der Emanzipation der Proletarier miteinander verbunden haben. Also Flora Tristan, von ihr kommt Proletarier, vereinigt euch. Marx und Engels haben hinzugefügt, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, aber da ganz starke Anna Doyle Wheeler, die mit William Thompson, einem Sozialisten des Ohnkreises, ein Buch geschrieben hat, wo sie protestiert gegen die Ausgrenzung bei dem Wahlrecht von der Hälfte der Menschheit. Also ich will nur sagen, wir müssen gucken, und auch wenn man sich auf die Töchter von Marx guckt, da wuchs eine ganze Generation heran, die dann immer wieder in den Hintergrund gedrängt wurden durch die Männer, auch in der Sozialdemokratie. Ich würde auch, aber auch da vorsichtig sein, wir leben unter ganz anderen Verhältnissen.
was das bedeutete für die Arbeiter, wenn sie selber arbeitslos waren und ihre Frauen zum der Hälfte oder sagen wir besser, bestenfalls zwei Drittel des Lohnes gearbeitet gegangen sind. Sie waren dequalifiziert, ja, die Frauen wurden ausgebeutet und so weiter. Das heißt, es war auch der Versuch, irgendwie einigermaßen würdig über die Runden zu kommen. Und das ist ja auch eine Erfahrung, viele Fortschritte bringen auch Rückschritte mit sich. Und die werden dann wieder bekämpft. Also wir sollten uns nicht die Illusion machen, dass wir eine Bewegung, dass es Bewegungen gibt, die nur fortschrittlich in jeder kleinen Hinsicht sind. Das wäre, dann würden wir uns in Sekten verwandeln. Ja, das ist ein sehr komplizierter Prozess, aber was man zu Engels sagen muss, er war offensichtlich, wenn man auch die Schriften sich anguckt, früh, aber dann vor allen Dingen die späteren Schriften, außerordentlich sensibel. Außerordentlich sensibel und hat die Frauenfrage viel, viel ernster genommen als viele andere. Aber ein positives Beispiel ist ja auch Bebel, der auch Rosa Luxemburg lange gefördert hat, bevor er sich von ihr abgewandt hat. Also es trotz allem bleibt meines Erachtens, dass die Arbeiterbewegung auch in dieser Zeit bei aller Repatriarchalisierung viele starke Frauen hervorgebracht hat und Engels mit seiner, gerade mit seiner Schrift natürlich, die Ursprung der Familie, des Privateigentums, des Staates, wesentlich dazu beigebracht hat, zu begreifen, dass es einen strukturellen Zusammenhang zwischen Klassenausbeutung und Geschlechter, also Ausbeutung in Geschlechterverhältnissen gibt. Also insofern ist er da schon wirklich ein Vorreiter gewesen, macht ihn sicherlich nicht unbedingt zum Feministen. Aber ich will nur sagen, das sind Kampfauseinandersetzungen gewesen, auch in der Arbeiterbewegung. Gehen ja bis heute. Ich hätte noch eine weitere Frage von Uta Miele. Engels hat all diese Einsichten gewonnen und die Politisierung durchgemacht, die du beschreibst, weil er sich in dem am weitesten fortgeschrittenen Land jener Zeit aufhielt, in England. Meinst du, es gibt heute Orte, in denen sich eine solche intellektuelle und politische Entwicklung machen lässt, die wir uns intensiver anschauen sollten? Er ist ja nicht gegangen, weil er nach England wollte, sondern, das wissen wir auch, zumindest habe ich nicht gesehen, dass er das unbedingt wollte, sondern seine Familie wollte ihn eigentlich aus den radikalen deutschen politischen Kreisen rausholen. Ja, die hatten das ja beobachtet. Also auch ein Polizeibericht beschreibt das. Der besagt, also es gab einen Polizeibericht, einen preußischen Bericht von 1852. Die hatten ja die ganzen revolutionären Immigranten unter, also in ihrer Aufsicht und auch ihre Spione bei Marx und auch bei Engels. Und die sagen, naja, die englische Familie wollte ihn nach Manchester schicken, damit er sozusagen sich abkühlt. Das Gegenteil ist passiert, bekanntermaßen. Aber das war die Überlegung, die die Familie von Engels hatte. Insofern war das sicherlich auch eher ein Glücksumstand. Ich selber bin mit 20 in die Sowjetunion studieren gegangen, weil ich begreifen wollte, wie tickt der Sozialismus, in dem ich damals gelebt habe. Der Sozialismus der DDR, der ja aus der Sowjetunion kam, das war eine bewusste Entscheidung. Ich wollte das verstehen, weil ich hatte den Schock von Prag 1968 hinter mir. Ja, und ich wusste, dass irgendwas stimmt nicht. Deswegen bin ich sozusagen den Ursprung gegangen nach Leningrad zur Aurora. Gut, was kann man heute machen? Also erstens, es gibt, glaube ich, viele Orte. Einer der spannendsten Orte mit allen Widersprüchen ist China natürlich. Also wenn, dann würde ich unbedingt auch nach China gehen. Ich würde natürlich auch, also was ja auch jetzt abläuft, ja, dieser Verbund von Fridays for Future, also einer Bewegung von einer jungen, Teilen einer jungen Generation zusammen mit älterer kritischer Wissenschaft und dann auch noch kämpfend um ein Bündnis mit Gewerkschaftern, ja, das ist doch absolut spannend. Also sich da zu engagieren, in so einem Dreieck, ja, finde ich einen ganz zentralen Ort. Dann gibt es interessante, also on the ground, es gibt so viele, ich habe mich ja ein bisschen befasst mit Free Public Transport, hier in Berlin, was abläuft, also diese ganze Reclaim the City und die Wohnungsfrage und so weiter. Also man könnte eigentlich sagen, solche Zukunftsorte sind überall da, wo Leute sich mit ihrer ganzen Kraft und mit der Bereitschaft, sich den Widersprüchen dieser Orte zu stellen, engagieren.
Und da war Engels zweifelsohne ein Vorbild in der Hinsicht. Also man kann es meines Erachtens überall. Heute ist sozusagen vielleicht auch anders als damals. Die Welt ist heute in einem solchen Maße, sehen wir jetzt mit der Pandemie, im Gleichtakt vereint bei extremer Gegensätzlichkeit. Viel stärker als zu Engels Zeiten. Da gab es noch beschauliche Ecken. Das ist alles vorbei heutzutage. Das passt jetzt eigentlich auch ganz gut auf eine Frage, die ich noch kurz reingekriegt habe. Und zwar, Jane Wolke will wissen, Engels hat in einer revolutionären Zeit gelebt, in der die Revolution als realistische Möglichkeit angesehen wurde. Ist es heute ähnlich oder nicht? Wie ist deine Meinung? Es gibt, ich muss mal gucken, da gibt es ein sehr schönes Zitat, ja, von Marx, 1863. Da sitzt er am Kapital und liest nochmal die Arbeit von Engels, Lage der arbeitenden Klasse in England. Also die Arbeit, die fast vor. Da schreibt er, das Wiederlesen deiner Schrift hat mich mit Bedauern das Altern merken lassen. Wie frisch, leidenschaftlich, kühn vorausgreifend und ohne gelehrte und wissenschaftliche Bedenken wird hier noch die Sache gefasst. Der Briefstil, den die beiden gepflegt haben. Ja. Es gibt da auch unflätige Äußerungen. Okay, einen Teil haben sie auch vernichtet wahrscheinlich. Und die Illusion selbst, sagt er über Engels, dass morgen oder übermorgen das Resultat auch geschichtlich ans Tageslicht springen wird. Also das Resultat deiner Analysen, ja, springt ans Tageslicht. Gibt dem Ganzen eine Wärme und lebenslustigen Humor, wogegen das spätere Grau in Grau, Verweis auf Hegel, verdammt unangenehm absticht. Das ist sozusagen der Blick und ich meine, der Engels dachte ja wirklich, gerade bezogen auf England, morgen bricht die Revolution aus. Die nächste Krise führt dazu, dass das Land explodiert und dann gibt es eigentlich nur einen Chanceübergang zum Kommunismus. Das hat gerade in England noch viel weniger geklappt als anderswo. Aber ich will mal so sagen, ich höre immer wieder, es muss alles evolutionär und graduell und so weiter. Also erstens, die Natur verhält sich nicht so. Also Klimakatastrophe, das wird eine Katastrophe werden. Das ist nicht graduell. Ja, was jetzt abläuft, ist, Engels sagen würde, eine direkte Natur, ein Sprung von quantitativen Veränderungen zu qualitativen. Ja, die Wirklichkeit ist eben dialektisch. Und das bedeutet, angesichts dieser Verschärfung von Widersprüchen wird die Fähigkeit der herrschenden Klassen, das irgendwie im Sinne eines Muddling Through, eines weiter so auszubalancieren, auf sich zu fahren, immer schwieriger. Was mir große Sorgen macht, ist nicht, dass ich nicht vermuten würde, dass morgen oder übermorgen oder überübermorgen radikale Veränderungen passieren. Was mir große Sorgen macht, ist, dass die Rechte, die neue Rechte, faschistoide Kräfte und regressive Kräfte viel stärker in der Lage sein werden, diese Situation zu nutzen. Und das, also was diese Alternative, die ja immer wieder aufgemacht wird, Sozialismus oder Barbarei, also die Gefahr, dass dann auf barbarische Weise in diese Zustände eingegriffen wird. Das ist die ganz große Gefahr. Insofern ist unsere, also die Aufgabe der Linken, auch im Sinne von Engels selber, das war ja immer seine Vorstellung, wir müssen die Kräfte aufbauen, die dann in der Lage sind, er hat es ja sehr stark auch mit dem Vorhersage des Ersten Weltkrieges gesehen, die in der Lage sind, diesen Krieg vorzubeugen und zu verhindern. Und wenn er dann kommt, dazu zu nutzen, dass die Ursachen solcher Kriege endgültig beseitigt werden. Das ist unsere Aufgabe und ich glaube, gerade wenn man jetzt also mit Klimabewegung, aber auch globale Ungleichheit, neue technologische Möglichkeiten, noch viel mehr als zu Engels Zeiten sind also einerseits alle Bedingungen da für eine Art anders zu produzieren, anders zu leben, anders miteinander umzugehen und zugleich ist die Notwendigkeit, das zu tun, auch enorm gewachsen. Beides ist enorm gewachsen. Und ob dann mit Hölderlin zu sprechen, das Rettende auch wächst mit der Gefahr, das hängt von denen ab, die zur Rettung bereitstehen. Also das kann man nun wirklich von Engels lernen.
Vielen Dank, Micha Pri, für die Beantwortung der Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich gebe zurück an unsere Moderatorin Valeria Bruschi. Ja, danke, Julia. Ja, ich wollte noch, und vielen Dank auch meinerseits, Micha Pri, ich wollte noch daran erinnern, dass der Geburtstag von Engels am 27. 28, am 28. Vorsichtig. Ja, klar. Es ist am 28. November, aber die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ihn schon am 27. November groß gefeiert mit einer Veranstaltung, an der viele Experten, Expertinnen und Referentinnen und Referenten teilgenommen haben. Und diese Veranstaltung könnt ihr auch auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung www.rosalux.de nochmal angucken, wie auch auf allen Social-Media-Kanälen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Darf ich da eine Bemerkung zu machen? Und zwar auf, also das ist eine sehr schöne, es sind ja drei Vorträge, relativ kurze, unter anderem von Peter Pau und Peter Brandt. Und dann werden im Text noch von Engels gelesen. Und ich habe da vorhin schon draus zitiert, es wird in gekürzter Fassung das Gedicht Ein Abend vorgetragen, ja, von einer Schauspielerin. Also wer sich dieses Vergnügen machen will, das kann ich nur empfehlen, es beginnt in einer Minute 44. Ja, ist also unglaublich schön vorgetragen und man merkt da die unglaubliche Kraft. Und Engels hat von sich mal gesagt, 1842, einen Brief an einen älteren linken Publizisten, Arnold Ruge, der wollte, hat ihn als Doktor benannt, er hat gesagt, ich habe noch nie studiert, ich kann nie Doktor werden und so weiter. Aber jetzt will ich auch erstmal mich zurückhalten, das ist ja die Zeit vor Manchester, und studieren, um zu sehen, ob ich dann sozusagen einen prägenden Einfluss auf das Jahrhundert haben kann. Ja, da wird also wieder deutlich, er reflektiert, was kann er leisten, aber auch der Anspruch, ich will Geschichte beeinflussen. Und das wird schon in dem Gedicht sehr schön deutlich. Also wenn ihr euch was heute Abend noch zu Gemüte führen wollt, diese 3 Minuten Gedicht kann ich nur jedem empfehlen. Ja, werden wir machen. Vorher aber eben nochmal zum dritten Mal, aber trotzdem nochmal vielen Dank, Micha, für deinen tollen Vortrag. Vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit uns heute waren. Schön, dass ihr mit wart und mit uns den Geburtstag von Friedrich Engels gefeiert habt. Und wir wollen jetzt gemeinsam, wie Micha schon angekündigt hat, auf Friedrich Engels anschauen. Also Happy Birthday General. Ja. Er wurde ja General genannt, weil er so ein guter Militärspezialist gewesen war. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch und vielen Dank, dass ihr dabei wart.